Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Halloween-Video auf Kerstins Küchentraum. Heute möchte ich mit euch eine richtig leckere Gruselbowle machen mit einer leckeren schwimmenden Hand drin. Und dafür brauchen wir einfach Ghetto-Speise. Ich habe jetzt, oder meine Tochter wollte die rote haben, deswegen haben wir jetzt die mit Himbeergeschmack mitgenommen und die bereiten wir uns einfach nach Packungsanleitung zu. Außer, dass ich jetzt, hier steht jetzt natürlich Ghetto-Speise und etwa 100 Gramm Zucker, ca. 5 gehäufte Esslöffel in einem Kochtopf mischen und also mit der Ghetto-Speise mischen und dann mit 500 Milliliter Wasser mit einem Kochlöffel verrühren. Also, ich habe jetzt hier, wie gesagt, den Zucker, gebe jetzt die Tüte dazu mit der Himbeer-Ghetto-Speise und gebe dann aber nicht, wie angegeben, 500 Milliliter Wasser dazu, sondern etwa zwischen 400 und 450, damit das Ganze auch wirklich schön fest wird. Dann verrühren wir das Ganze und können auch den Herd dann schon anstellen. Das Ganze soll jetzt einfach nur unterrühren, erhitzt werden, bis sich alles aufgelöst hat, also vor allem auch der Zucker. Das Ganze soll nicht kochen und dann lasse ich das Ganze im Topf auskühlen, bis es ungefähr nur noch lauwarm ist. Ich gebe das Ganze dann in einen einfachen Handschuh und da kommen dann noch Gruselschlangen und gruselige Augäpfel dazu. Da wird das Ganze verschlossen und geht über Nacht in den Kühlschrank. So, meine Lieben, jetzt kümmern wir uns um die gruselige Glibberhand. Und zwar habe ich ja dafür die, ich vergesse mal, wie das heißt. Götterspeise. Die rote Götterspeise aufgekocht. Und habe jetzt hier noch ein paar Schlangen. Und was ich richtig cool dafür fand, sind von Trolli die Glotzer. Die finde ich richtig super. Paulina findet die auch klasse. Die packen wir uns einmal aus. So, ich nehme jetzt aber erstmal nur zwei. Ich habe hier einen Handschuh. Den wird jetzt mein Freund mal kurz für mich aufhalten, dass ich das einmal reinkippen kann. Und ich kippe jetzt erstmal nur einen kleinen Schluck rein, denn ich möchte in die Finger, ich weiß natürlich nicht, ob das nachher so liegen bleibt in den Fingern, aber ich möchte versuchen, dass ich in jedem Finger eine Schlange habe. So, und dann fülle ich das Ganze auf und gebe da jetzt noch so die Glubschis rein. Und dann verschließe ich das Ganze irgendwie. War nicht zu fest, die Reisen. Die Reisen? Ja, okay. Reisen. Ja gut, aber ich ziehe ja nicht so doll. So. Das Ganze lege ich mir dann zur Sicherheit noch in eine Schüssel. Und so wandert das Ganze jetzt in den Kühlschrank über Nacht und kann dort richtig schön fest werden. Und morgen schneiden wir das Ganze auf und gucken natürlich, wie schön unsere Glibberhand geworden ist. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das irgendwie hinbekommen, dass wir das Heile hier rausbekommen. Ja. Denn die Augäpfel zum Beispiel, die kleben hier ganz schön am Handschuh an. Da müssen wir mal gucken, ob wir das einigermaßen irgendwie abbekommen. Oh mein Gott. Spannend, was, Mäuschen? So, das haben wir schon mal. Thank you.
So, meine Lieben, so sieht die Glibberhand jetzt aus. Dann brauchen wir einfach nur noch eine große Schüssel. Ihr könnt auch eine Glasschüssel nehmen, aber weil das eben für die Kids ist, nehme ich lieber eine Plastikschüssel. Aber das bleibt natürlich ganz gut gelassen. Und ich habe jetzt hier einen Mangosaft geholt. Ich wollte unbedingt einen gelben Saft, weil ja die Hand schon rot ist. Und weil mir das einfach sonst zu dickflüssig ist, werde ich das Ganze ein bisschen mit Wasser auffüllen. Dankeschön. Und da geben wir jetzt einfach dann unsere Hand rein. So, und jetzt müssen wir gucken, wie wir da so einigermaßen heile die Hand reinbekommen. So, und das könnt ihr jetzt einfach den Kids so auf den Tisch stellen und könnt dann einfach die Bowle servieren, indem ihr einfach immer fleißig was rausschöpft vom Mangosaft. Mal gucken, wo zum Beispiel der kleine Finger ist und würde den einfach mitservieren oder mache hier so ein Stück Daumen ab. Und würde den einfach so mit ins Glas flutschen lassen. Und dann hat man nachher noch so die Überraschung, wenn man das Ganze austrinkt, dass da eben noch der Daumen drin rumschwimmt. So, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen zu der Glibberhand in der Bowle. Gerade, wie gesagt, für Kids, wenn ihr eine Halloween-Party macht, einfach perfekt, weil die Kinder finden das einfach super spannend und interessant. Meine Tochter wollte auch schon gar nicht mehr aus der Küche raus. Die wollte das jetzt natürlich alles sehen, wie ich das mache und so. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.